Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19. Zusammen mit dem Menno. Moin Moin. Ja, in der letzten Folge ist uns was aufgefallen. Beziehungsweise mir ist es aufgefallen. Aber ja, irgendwie kriegen wir das dann doch nicht so weit gelöst, dass wir da erstmal mit Drehschemel weiterarbeiten, beziehungsweise wir gucken, ob das so weiter funktioniert, wie wir uns das denken. Also wollen wir jetzt wirklich einen von dem Neuen holen? Ja, mehr als testen können wir es auch nicht. Na, dann nehmen wir aber gleich die Quaderballen-Variante, weil Rundball-Variante macht da eigentlich wenig Sinn. Das sehe ich aber genauso. Ja, warte mal, ich würde ihn erstmal mieten, das ist nämlich günstiger in den Kosten. Ja, das stimmt. Okay. Miet mich, miet mich. So, gehen wir jetzt nämlich nicht ganz zwei Riesen aus und können trotzdem sagen, es geht oder es geht nicht. Nehme ich mal kurz den Träger hier weg. Scheint nicht zu gehen. Ich kann die Arbeit und Transportstellung durchschalten, wie ich will. Die Paletten gehen nicht aufzuladen. Geht nicht. Okay. Nee. Dann müssen wir bei Drehschirme bleiben. Okay, dann gebe ich den gleich wieder zurück. Okay. Das Gras ist auch soweit fertig. Ich kümmere mich dann eben noch um das Verdichten. Beziehungsweise werde das erstmal soweit zusammenschieben. Da hätte ich unsere Zugmaschine fast auf die Seite gelegt. Why? Ich bin auf der anderen Seite den Hof gefahren, ja, und ich sag mal so, ein Zaunpfahl hat mich zum Bouncen gebracht. Ah ja. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo hat man nochmal unseren Drehschemel-Autoloader gehabt? Ich glaube, der steht direkt an der... An der Mühle? Mhm. Okay. Bin mir da aber selbst nicht ganz sicher. Ja, da steht er auch. Beziehungsweise bei der Weberei. Bei der Weberei? Und dafür brauche ich keine Zugmaschine, dafür brauche ich einen Traktor. Das ist richtig. Bei mir hinten steht aktuell noch einer, den kannst du erstmal nehmen. Alles klar, komm ich gleich. So. Welchen meinst du, den großen? Den Xerion? Ja, müsste der sein. Nicht wenn das der ist, der hier bei mir steht. Der bei dir steht? Nee. Meinst du den mit dem Ladewagen oder den mit dem Schneidwerk? Mhm. Okay, dann war das der kleine. Gut.
So, warte mal. Weißt du, was uns noch fehlt? Na? Na, unser Köder. Ja, aber der kann da erstmal wegbleiben. Lieber kann es gestohlen bleiben. Das hast du jetzt gesagt. Ja gut, ich bin ehrlich, ich hab's ein bisschen gedacht. Ah, mein. Okay, ich glaube, ich muss da von der anderen Seite noch mal ein bisschen schieben. Hast du zu sehr aufgetürmt? Mhm. Ja, das rutscht hinten so ein bisschen rüber. Ich will das ein bisschen wieder ranschieben. Ja, eine Sache hatte ich mich gestern Abend noch gefragt, ob's, weil Wann was sich ja den LS bei Epic geholt hat, ob es nicht reicht, wenn wir ihm irgendwie, wenn wir die Daten rausfinden können, diese DLC-Packs irgendwie übermitteln. Die gibt es ja über Epic ja auch. Ach so, muss er sich die dann nur noch anholen. Mhm. Okay, das heißt, er hat zumindest das Class-Pack. Und im Endeffekt sogar alle. Na gut, stimmt ja auch. Das andere haben wir ja auch zum Teil im Einsatz. Oh, pass mal auf, wenn Wanwa den LS für sich entdeckt, zusammen mit dem Season-Mod, na dann ist alles vorbei. Ja, dann ist die Effizienz aber da, dann kannst du glauben. Jan, ja. Der arbeitet dann mit Tabellen, da kannst du sicher sein. Der geht dann wirklich tabellarisch an alles ran. Ja, kann er dort ja. Da kann er Fruchtfolgen sich einstellen in Tabellen. Da kann er gucken, wie hoch die Erträge dann sind, wenn er das so und so macht. Oh, das wäre das Richtige für ihn. Mhm. Aber wollen wir den wirklich mit auf unseren Hof lassen? Laffen, ne? Mhm. Verlaffeln. Falafel? Nee, danke. Wobei, Falafel habe ich bisher nie gegessen. Ich auch nicht. Okay, wie war denn das nun nochmal mit dem verdammten Autoloader hier? Ladegut wählen, Paletten, Quaderballen. Ah, so. Okay, mit dem Drehschemel geht's natürlich. Ich werde aber nur ein bisschen brauchen. Eine Palette ist es nur noch. Die ersten vier gingen euch gut. Hm.
Okay, es ging einfacher als gedacht. Man muss nicht mal rückwärts ranfahren, nur seitlich. Okay. Okay, eigentlich könnte ich dann ja, wenn ich den Autoloader schon mal dran habe, ein bisschen was anderes wegbringen. Ein paar Tücher, ein bisschen Mehl. Ach, haben wir denn mehr als genug oder was? Mehl werden 4 komplette Paletten angezeigt und 3 Paletten Tücher. Ja gut, kannst du ja theoretisch machen. Ja, ansonsten können wir auch noch warten. So ist es ja nicht. Das stimmt eigentlich. Bei 12 Paletten, die drauf passen. So viel. Ich glaube, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Soll ich es mir gleich mal anschauen? Kannst du gerne machen. Okay, ich bin eh gleich bei uns auf dem Hof. Dann komme ich gleich mal rüber geswitcht. Alles klar. Ach, apropos, wo mir das einfällt. Switch, das war doch so eine alte Comedy-Sendung. Da hatte ich gestern. Ich weiß nicht mal, wo es war. War das Sketch History? Oder Sketch History hieß das, glaube ich. Das war so eine richtig schöne Verarsche. Auch so eine schöne Comedy-Serie. Beziehungsweise Sendung. Okay. Ja. So ungefähr da. Was war denn ein Sketch? Da waren ein paar Wikinger, die haben um ein Lagerfeuer gesessen. Hat einer gesagt, ich habe gestern im. Wo ich nicht bedruckt war, meine Frau verprügelt. Da waren die dort in so einer Art Selbsthilfegruppe für solche, die erstmal wieder lernen müssen, besoffen zu sein. Ah ja. Ja. Natürlich alles ein bisschen übertrieben. Klar, ist halt bei Sketchen so, dass es zum Teil so ein bisschen übertrieben ist. So. Okay, wie kriege ich jetzt den Flüssigdünger da drüber gepumpt? Das kann ich dir nicht sagen. Arbeitsmodus aus. Arbeitsmodus oder an, du brauchst entlang. Wirklich Pulverdünger. Nee. Das Prinzip ist Beizen und das wird mit Flüssigkeiten gemacht. Da brauchen wir keinen festen Dünger. Ich lade die Paletten einfach mal kurz hier ab. Das ist das Einfachste für den Moment. Gut, das kannst du machen. Am besten über dem. Über der Abladestelle. Du meinst über dem Gitter? So. Oh Gott, Markierung. Okay, zumindest habe ich einen Entlader gekriegt, immerhin. Das F1-Menü links mit Tastatur beim Autoloader ist doch ein bisschen unübersichtlich. Ein bisschen, ne? Ich lasse den Ballenwagen mal hier auf der Seite vom Hof stehen. Weil ich glaube, jetzt brauchen wir natürlich den Frontlader.
war denn der jetzt nochmal dran? Der Kleine hat einen Anbau dafür. Ich habe gerade gesehen, wie du sozusagen einen Handstand gemacht hast mit dem Traktor. Handstand? Nö. Du standst da auf den Vorderrädern. Bei mir aber anders aus. Ich habe einen Videobeweis. Ja, ich auch. Beide lügen. Oder hast du jetzt gerade den mit dem Frontladeranbau? Wo steht denn der? Ja. Ah, okay. Ja, warte mal. Das ist der. Der Kleine hat das aber auch, aber irgendwie fehlt das Zwischenstück. Wo ist denn das hin? Hä? Das steht vorne am Haupteingang. Ach, da, ich sehe es jetzt erst. Okay, danke. Kein Ding. Dann brauchen wir aber nicht die Gabel. Wenn ich die Schaufel, wir brauchen die Gabel so rum. Warte mal, das ist der Ballenspieß, hä? Hat man nicht auch eine Palettengabel? Glaube ja. Weiß aber nicht, wo die liegt. Ich schau mal kurz in der Garage nach, ob wir überhaupt eine hatten. Nee, wir haben nur. Meine Meinung, ja. Nee, nur Schaufel und Ballenspieß. Eine Palettengabel brauchen wir noch. Okay. Wo haben wir den Frontlader? Da. Okay, wir sind mittlerweile schon bei wieder bei 18 Minuten angelangt. Oh, fliegt mal wieder. Ich denke mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wünsche euch noch viel Spaß und ja, ciao. Ciao.